Ja, schönen guten Morgen zu einem weiteren Video vom Zentrum für Yoga. Immer wieder über die Thematik Yoga, Leben und Gesundheit. Heute wieder aus meinem Yoga-Video-Studio Ritz in Bayern. Aus meinem Zuhause, wobei das Zuhause ja überall ist, wo man sich befindet. Dort kann man zu Hause sein. Und heute beschäftigen wir uns mal mit der Nahrung. Die Ernährung ist ja heutzutage ein wichtiges, interessantes, aber auch leider überfordertes, überbewertetes, auseinandergezogenes, überstrapaziertes Thema. Nun, Ernährung kann so einfach sein, wenn man Kinder manchmal anschaut, bis auf die Süßigkeit vielleicht. Die holen sich immer das, was sie brauchen. Und dann sagen vielleicht die Eltern, jetzt ist 12 Uhr, jetzt müssen wir essen. Aber die wollen das vielleicht noch gar nicht, weil sie gar keinen Hunger haben, weil sie nichts brauchen. Ernährung. Die Nahrung ist Leben. Nahrung baut unseren Körper auf, baut aber auch unsere Seele, unseren Geist auf. Und so hat die Nahrung noch viel mehr Bedeutung. Die physische Nahrung brauchen wir, um unseren physischen Körper da aufzubauen, aufrechtzuerhalten, zu nähren. Zum Beispiel die Knochen, die Gelenke, die Gewebsstrukturen müssen ja wieder aufgebaut werden. Dazu braucht es Nährstoffe, die wir in der Regel, bis auf manche Heilige und Guru vielleicht, von außen zuführen. Und so ist die Nahrung von außen auch wichtig. Allerdings sollte man sie nicht überstrapazieren, sondern wohlbesonnen benutzen. Die Nahrung baut auf, deswegen braucht es gesunde Nährstoffe, die der Körper braucht. Und nicht das, was irgendeine Ernährungsform ist. Ernährungslehre sagt, sie brauchen dies, sie brauchen das, sie brauchen essentielle Fettsäuren, sie brauchen diese Vitamine, jene Vitamine, sie brauchen Eisen, deswegen brauchen sie Fleisch und so. Das kann man alles vergessen, denn so wie es erzählt wird, funktioniert es nicht. Alle erzählen, meine Ernährung ist die beste, das funktioniert, aber man sieht in der Welt, dass es nicht so ist. Denn es hängt noch viel mehr daran an der Nahrung. Die Nahrung gibt es in der Natur. Gibt es Pflanzen, gibt es Tiere, gibt es Fische, gibt es Mineralien, Erde, wo die Nahrung drin wächst oder wo die Nahrung drauf läuft. Und wenn man schon schaut, wie geht man mit der Natur um, dann weiß man, was man isst mit Doppel-S und einem S. Ja, da geht's schon los. Die Nahrung. Wie pflege ich überhaupt diesen Lebensraum meiner Nahrung? Gut, aber das ist ein Thema für ein anderes Video. Nahrung belebt, baut den physischen Körper auf. Deswegen essen wir. Allerdings sollte man die richtigen Dinge essen, die einem gut tun. Eben nicht, weil jemand gesagt hat, sie sollten das essen, sondern dass man wirklich beginnt, irgendwann das Bewusstsein für die Nahrung aufzubauen, dass man merkt, hey, wenn ich das esse, belebt es mich? Gibt es mir Kraft oder fühle ich mich trotzdem müde? Dann natürlich, wie viel isst man? Esse ich zu viel, bin ich müde? Na, dann brauche ich ja nichts essen, wenn ich dann keine Leistung habe. Uninteressant. Warum soll ich mir mittags den Bauch vollschlagen, wenn ich dann müde bin und keine Kraft habe für die Arbeit? Dann esse lieber nichts, habe Kraft, Energie für die Arbeit und esse vielleicht abends. Nahrung wird gerne überbewertet in Form der Masse, die man isst. Gut, wenn man natürlich an der Baustelle immer körperlich sehr extrem arbeitet, braucht man schon mehr physische Nahrung. Aber im Büro bräuchte ich zum Beispiel fast nichts, weil man ja nicht viel verbraucht.
Trotzdem essen Menschen dann dreimal am Tag, Sportler essen dann fünfmal am Tag oder ich weiß nicht, wie viel man so oft isst. Und man isst in der Regel viel zu viel. Es wird überbewertet. Man braucht Nahrung. Aber diese Nahrung, die man wirklich braucht, das ist nicht viel. Es ist immer weniger, wie man denkt, dass man bräuchte. Aber irgendjemand hat mal gesagt, Sie müssen dreimal am Tag essen, kleine Portionen oder große oder fünfmal am Tag, so und so viele Portionen. Zweimal gekocht, einmal Reis, einmal Nudeln, einmal Brot, einmal dies, einmal das. Nein, Sie dürfen nur Fett essen, nein, Sie dürfen nur Chips essen. Und so merkt man, wenn man in das Leben schaut, in die Welt raus, dann stimmt das gar nicht. Denn der Mensch wird nicht gesünder. Und die Nahrung, sagen die alten Heiler, Heilkundigen, ist unsere Medizin. Pflanzen sind unsere Medizin, nicht die Medikamente der Pharmaindustrie, sondern erstmal ist die Medizin, also eine der Medizinen, die Nahrung, das, was man isst. Das gibt dem Körper nämlich Kraft für Heilung. Das kennt man vielleicht früher als Kind, gab es dann immer bei Erkältungen oder Grippe so Hühnersuppe, ausgekochte oder ausgekochtes Rindfleisch. Gut, würde ich jetzt nicht mehr verzehren, aber es hat einem damals Kraft gegeben. Nicht, dass man sich den Bauch vollschlägt mit Pommes und Pizza, sondern Einfaches, aber Wirkungsvolles. Und dann merkt man, das, was man da zu sich genommen hat, hat Kraft gegeben für die Heilung, für die Gesundung. Und darum geht es. Die Nahrung soll mir Energie geben, einmal, dass ich im Leben aktiv sein kann und zum anderen, dass der Körper aufgebaut wird oder bei Erkrankungen wieder heilen kann. Aber heutzutage ist eben, weil man noch mehr auch seelische Nahrung braucht, dass man viel zu viel isst, dass man oft essen geht und Dinge isst, die einem vielleicht gar nicht gut tun, weil die Seele immer das Gefühl hat, ich brauche noch was, die Psyche, ich brauche noch, brauche noch, brauche noch, das tut mir gut, ich habe Stress, ich gehe gut essen, dann geht es mir gut, am nächsten Tag geht es mir aber wieder scheiße. Und dann ist die Nahrung keine Medizin, keine Heilung, keine nährende Substanz. Man verliert so den Blick oft aus den Augen, dass die Nahrung eben Medizin ist, Energie bringen soll und lebendig machen soll. Aber die Menschen werden eben nicht lebendiger dadurch. Das sieht man einfach. Und man isst eben viel zu viel, weil man immer etwas sucht. Und so kann auch die Nahrung zur Sucht werden. Man ist abhängig. Ich brauche einen Kaffee, dass ich frühs wach werde. Ich brauche dies, dass ich das bekomme. Und Abhängigkeiten sind nicht immer gut. Wir sind natürlich abhängig von der Natur, wir sind ja auch Lebewesen, Menschen, brauchen also in der Regel was zu essen. Aber dabei sollte es dann auch belassen werden. Ja, und so wird eben auch in den Medien so viel Werbung gemacht für Nahrungsmittel und Zusatzstoffe und so weiter. Und man vergisst völlig, dass der eigene Körper weiß, der ja aufgrund der Genetik schon viele Tausende von Jahren auf dieser Erde lebt, dass der genau weiß, was er braucht. Und nicht moderne Wissenschaftler, sie brauchen dies, sie brauchen das, sondern diese eigene Körperintelligenz, so wie es Kinder noch haben, die essen dann mal jeden Tag nur Butter und dann kauft man eben 50 Tonnen Butter, dann sagen sie, nö, jetzt mag ich nicht mehr, das reicht mir jetzt. Ja, gut, wir haben ihren Bedarf dann gedeckt. Und der Erwachsene ist oft so in der Schiene, ich brauche irgendwelche Ideologien, wo ich nachfolge und genau das esse, weil das anscheinend gut ist. Aber man hört gar nicht hin. Es mag ja gut sein, aber für die meisten Menschen bringt die Ernährung eigentlich nicht viel, außer dass sie sich vollstopfen und mehr Gewicht haben. Gesünder werden die Menschen nicht. Die Magen-Darm-Erkrankungen sind immer noch reichlich.
Die Gefäßverkalkungen sind noch reichlich, die Übersäuerungen sind noch reichlich und das könnte man jetzt fortführen. Über Diabetes gibt es viel zu viele Menschen. Menschen, die Verstopfungen haben, weil die Ernährung nicht passt oder zu wenig getrunken wird und so weiter. Stoffwechselerkrankungen, Gichterkrankungen. Und dann sieht man doch eigentlich ganz objektiv, man muss kein Wissenschaftler sein, dass die Ernährung nicht gut ist heutzutage. Weil man nicht auf sich hört, was sollte ich essen und vor allem auch nicht, wie viel sollte ich essen. So, wenn ich war auch so, dann lernt man das und man isst dann immer dreimal am Tag, dann macht man Sport, dann sagt man nicht zu viel essen, dann fünfmal am Tag und dann eignet man sich irgendwelche Muster an, die vielleicht gar nicht gut sind. Man muss sich ja immer beschäftigen, wenn man fünfmal am Tag isst als Sportler, essen, essen, essen. Bodybuilder haben es bestimmt noch schwieriger, die leben nach Plan. Das ist ja Stress für den Körper. Das ist ja wie ein Zwang, ich nur darf nur, weil sonst wachsen meine Muskeln nicht. Bei mir wachsen sie von alleine. Und das ist doch nicht gesundes Leben. Gesundes Leben, das sagt der Körper, hey, ess jetzt mal was oder ess mal nichts. Nicht Zwang, ich darf nur. Sondern es entwickelt sich, man entwickelt Bewusstsein, dann merkt man, ich brauche dreimal am Tag, ich brauche nur einmal am Tag und ich brauche gar nichts. Und dann ist es viel besser. Doch das Bewusstsein ist, wie gesagt, oft in der Außenwelt. Und das Bewusstsein für das, was man essen sollte, das, was gut ist, das, was wirklich was bringt, hat man eben verloren. Und das wäre so wichtig. Zumal auch die körperliche Nahrung ja auch auf die Seele, auf den Geist wirkt. Wenn etwas gut schmeckt, geht es einem gut. Aber das hat nichts zu tun mit viel Soße, mit viel Würze, sondern mit der Nahrung, die ich esse. Die schmeckt nämlich auch ohne Soße manchmal. Ohne Würze, ohne überladene Empfindungen, die man da drauf packt. Ja, aber für manche, die dann die Nährung umstellen, ist das erstmal fade, wenn ich nur ein Salatblatt esse, ohne alles. Und dann gehen halt diese Muster weiter, ich esse immer das und das und das und dann denkt man gar nicht mehr drüber nach oder fühlt gar nicht mehr, wie es einem tut. Ja, die Nahrung ist also auch für die Seele. Also haben wir schon viele Dinge. Medizin für die Seele auch. Aber nicht Schokolade. Das ist auch wie eine Medizin für die Seele, aber sie macht halt viele andere Dinge kaputt. Müsste man einfach auf die Tafel Schokolade schreiben, zu Risiken und Nebenwirkungen, fragen Sie Ihren Schokoladenexperten. Steht auch nicht drauf. Auf diesen Süchten, auf Alkohol steht es auch nicht drauf. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie. Gibt es auch ein Video von mir, kann man sich mal anschauen dazu. Ja, und die Nahrung ist oft so ein Kompensationsmechanismus. Dann geht es mir kurzfristig gut, ich habe das so gelernt, ich habe Stress, ich esse Tafel Schokolade, jetzt geht es mir den ganzen Tag gut. Ja, aber am nächsten Tag geht es mir wieder schlecht, ich brauche wieder die Tafelschokolade und so weiter. Nahrung hat auch einen Lichtkörper, einen Energiekörper, wie der Mensch auch. Und wenn man das Licht mit isst, zum Beispiel aus dem eigenen Garten, wenn man einen hat, hätte, dann ist die Nahrung viel besser für das ganze Wesen. Statt dass man die Tomaten aus der Dose rausholt, wo es dunkel ist, wo die Tomate ja schon halb tot ist oder ganz tot, ja, wenn die so ein Jahr in der Dose ist, dann stirbt sie auch. Und dann geht es auf den Menschen über, wenn ich lauter, ich sag mal, tote Sachen esse, wie tote Tiere, die kein Licht haben, dann wird der Mensch auch so. Eben gemäß dem Motto, man isst, was man isst. Wenn man Veganer ist, wird man wie ein Grashalm. Allerdings ist oft die Stabilität dann nicht da. Und wenn man mal seelisch pusten würde, dann würden die vielleicht umfallen. Ist nicht jeder stabil.
Und die Fleischesser sind zu stabil, die sind nicht beweglich, die sind zu kräftig, die sind zu träge, zu dumm. Je nachdem, wie viel man natürlich isst. Man isst, was man isst. Auch das hat man schon oft vergessen. Nahrung gibt nährende Impulse auf den Körper, auf den Geist, auf die Seele und hat auch was mit Karma zu tun, welche Nahrung man verwendet, wenn man tierische Produkte isst, also Tiere selber, nicht die Milch, das ist ja kein tierisches Produkt in dem Sinne, also nichts vom Tier, sondern aus dem Drüsengewebe. Wenn man zu viel Tiere isst, nimmt man dieses Karma mit. In den Zellen, die Genetik, das nimmt man alles mit. Und die Energie und vielleicht auch den Stress, die diese Tiere gehabt haben, wo sie geschlachtet worden sind, die sind nicht dumm, die wissen genau, wenn sie dran sind. Und dann sieht man auch, dass diese Menschen, die viel Fleisch essen, mehr Stress haben, was auch immer wieder Stress ist. Also die sind ja mehr mit Stresshormonen aufgeladen, sage ich mal so. Und das tut auf die Dauer eben nicht gut, wenn man das alles mit isst. Und deswegen sollte man, dürfte man, könnte man, wollte man, möchte man auf die Ernährung achten, auf die Nahrung. Auf die Nahrung, die man seelisch-geistig aufnimmt, übers Internet, über Filme. Wenn man viel Gewaltfilme schaut, wird man vielleicht auch so drauf. Muss man gucken. Michael Myers mit dem Messer. Ja, das spiegelt sich alles wieder. Das ist auch Nahrung für den Körper, für den Geist, für die Seele. Und das wirkt sich auch auf den Menschen aus. Auch im Internet, diese vielen Informationen, das ist auch wie Nahrung. Und dann ist man auch wie übersättigt. Oder kriegt dann halt so ein geistiges Fettgewebe, Übergewicht, zu viel Ballast. Und auch hier könnte man schauen, dass man nicht zu viel Nahrung aufnimmt, aus dem Internet zum Beispiel. Auch Informationen in Form von Lernen, Lernen, Lernen. Irgendwann sollte es vielleicht mal gut sein. Oder zumindest mal Pause machen, nicht immer zu. Ich muss dies wissen, jenes wissen, welches wissen. Das ist alles auch wie ein Überfressen, halt auf der seelisch-geistigen Ebene. Und das bringt genauso wenig, weil man dann nämlich nicht lebt, sondern woanders ist. Ja, die Nahrung sollte den Körper beleben, nicht müde machen, nicht träge machen. Und die Nahrung hat viel zu tun heute mit diesen ganzen Müdigkeitssyndromen. Man überlastet sich, arbeitet zu viel. Denkt zu viel und auf der anderen Seite, könnte man vielleicht machen, aber auf der anderen Seite pflegt man den Körper nicht wirklich gut. Man sagt sich, naja, ich brauche dies und das zu essen, aber vieles ist eben nicht gesund und nicht gut für den individuellen Körper. Dann machen viele noch Sport, dann bauen sie wieder aus, brauchen wieder Input, 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 wie Nahrung, ich brauche Sport, ich brauche dies, ich brauche das. Aber das braucht man nicht wirklich. Der Mensch ist sehr genügsam. Das Wesen, nur das Ego will immer viel haben, haben, essen, essen, fressen, fressen. Ja? Und der Mensch könnte also ein Bewusstsein entwickeln. Tiere folgen ihrem Instinkt, die haben jetzt Hunger, die essen. Ja, aber die kann man auch konditionieren, wenn ich ihnen immer was zu essen hinstelle, dann essen die mehr, natürlich. Und der Mensch auch, wenn ich immer wieder Input gebe über das Internet, da gibt es ja so viel Werbung und das nährt dann auch, aber halt ist überfettet dann den Geist. Es ist zu viel. Noch immer, wenn ich immer wieder sage, sie müssen das essen, sie brauchen Fleisch, sie brauchen essen sehr fett, sondern wenn ich das 500 Mal höre, irgendwann machen es dann die Menschen. Und ich sehe immer in der Außenwelt, die Menschen sind nicht gesünder, sind nicht glücklicher. Und ein Hauptpunkt ist eben die Nahrung. Körperliche Nahrung, seelische Nahrung. Denn Essen müsste normalerweise jeder Mensch. Manche essen noch nichts, gut, gibt es auch. Die meisten Menschen essen dreimal am Tag und tun sich vielleicht mindestens zweimal am Tag was Ungutes an, was sie sich hätten sparen können.
Nahrung ist Medizin, aber da achtet man auch nicht drauf. Es muss schmecken, es muss reichlich sein, es muss Fleisch sein. Aber das ist oft nicht gut für den Menschen. Nicht umsonst gibt es so viele Diabetiker. Es ist viel zu viel, Altersdiabetes. Dürfte es gar nicht in dem Maße geben. So viel Wissen, was man anscheinend hat über Nahrungsmittel. Aber es passt nicht zusammen. Und ja, hier könnte man also mal beginnen zu schauen, was nährt mich wirklich? Was bringt etwas? Was macht mich gesund? Was pflegt meine Organe? Was putzt mich durch? Und ein weiterer Faktor ist eben, es ist viel zu viel. Weil man irgendwas anderes sucht, aber man füllt es dann auf mit Nahrung. Und die Nahrung wird oft dann auch ungesund, wenn der Mensch nicht in der Mitte ist. Die Verdauung ist ja in unserem Bauchraum, das ist ja so wie unsere Körpermitte. Und wenn man nicht in der Mitte ist, seelisch-geistig, dann ist die Nahrung oft auch nicht gut. Wenn man im Stress ist beispielsweise, die einen essen zu viel, die anderen essen gar nichts. Ist alles kein Gleichgewicht, unregelmäßiges Essen, dann entsteht keine innere Ordnung. Und die Mitte, Magenverdauung, wird in der TCM, chinesische Medizin, dem Element Erde zugeordnet und auf der Erde wächst, gedeiht, fliegt, schwimmt alles, was ich essen kann. Und so kommt das eine zum anderen. Man ist nicht in der Mitte, man ernährt sich schlecht und dann kommt man noch mehr aus der Mitte. Oder andersrum geht es genauso. Nahrung soll immer beleben, soll Medizin sein und soll Energie bringen. Aber Menschen haben nicht heutzutage so viel Energie, sind ausgepowert, müde, leer, schlapp. Auch hier, nicht umsonst gibt es die Burnout-Syndrome, Depressionen. Das ist alles Energiemangel. Und da wäre eine erste Maßnahme, neben der körperlichen Untersuchung natürlich und der seelischen Untersuchung, auch die Ernährung. Und eben sich wieder anfangen, mit sich selbst zu beschäftigen, mit dem Körper, was braucht er, wie fühlt sich das an, was ich da mache, beziehungsweise dieses Video, was ich da esse und trinke. Und dann würde man merken, dass Alkohol zum Beispiel die Sinne benebelt, dass das gar nicht gut ist. Weil ich ja nicht original bin, ich bin ja dann irgendjemand anders vom Bewusstsein. Man ist sich ja dann selber gar nicht mehr bewusst. Es ist wie, wenn ich da zu viel Maske auftrage, dann bin ich mir ja nicht mehr bewusst, wer bin ich? Ich strahle das auch nach außen aus. Ich bin nicht mehr der, ich bin jetzt jemand anders. Wenn ich Alkohol trinke, bin ich auch jemand anders. Vielleicht werden dann manche redseliger, was sie eigentlich gar nicht sind. Vielleicht tun andere dann Gewalttaten, wenn sie zu viel Alkohol trinken. Und das ist dann nicht gut. Sondern man sollte sich mit sich selbst beschäftigen und immer schauen, was tut mir gut. Und das ist Arbeit. Arbeit, wo man ja keine finanziellen Mittel kriegt, sondern nur vom Universum gute Dinge bekommt. Aber es braucht halt lange Zeit, bis sich solche Dinge stabilisieren. Auch die Ernährung. Viele, jetzt ernähre ich mich mal 4 Wochen so, dann nehme ich 5 Kilo ab. Und dann isst man wieder normal weiter wie sonst und dann hat man wieder Übergewicht und dann ist es immer so weiter. Nahrung ist Leben. Nahrung ist geistiges Leben, seelisches Leben. Und das ist immer, das ist nicht nur 4 Wochen, nicht nur 8 Wochen, sondern es ist ein Leben lang. Und so könnte man ein Leben lang den Geist, den Körper pflegen, indem man sich richtig ernährt. Und die richtigen Nahrungsmittel verwendet und vor allen Dingen auf sich selber schaut und Bewusstsein entwickelt. Das Allerwichtigste, dass man anfängt, das zu essen, wo ich merke, das tut mir gut. Und nicht das Ego, ah, ich brauche jetzt Fleisch, dann habe ich Kraft. Ja, das stimmt oft gar nicht. Und so Dinge wie Alkohol zum Beispiel braucht der Körper gar nicht, nicht lebensnotwendig. Ist überhaupt
nichts drin, was der Körper verwenden kann, was der Körper braucht, außer Kalorien. Und den Rest der Kalorien muss er wieder aufbrauchen, dass er den Alkohol über die Leber abbauen kann. Das sind ja Giftstoffe. Und wenn man allein schon sich dessen bewusst wird, dass man oft zu viel Giftstoffe mit aufnimmt, viel zu viel, dann merkt man, es müsste mehr ein Bewusstsein gemacht werden, dass man spürt, hey, was ist nicht gut? Wer Tiere hat, weiß das doch. Wenn man Tiere anschaut, gewisse Dinge essen die nicht, weil sie wissen, riechen, fühlen, spüren, wahrnehmen, das ist nicht gut. Der Mensch könnte das auch, vielleicht nicht so wie ein Tier, da braucht es schon lange Übungszeit, aber er könnte zumindest herausfinden, gewisse Dinge sind gut, gewisse Dinge sind nicht gut. Aber hier fehlt oft auch wieder das Vertrauen, dass man nicht auf sich selber hört. Hey, das tut mir gut. Und das nicht, weil der Herr Doktor Professor sowieso hat gesagt, dass. Tja, das weiß man aber nicht. Es gibt Menschen ja mit Rohkost, die den Krebs besiegt, aber die meisten Menschen vertragen so viel Rohkost gar nicht. Die brauchen auch was Gekochtes, weil sonst werden sie krank, Schilddrüsenunterfunktion, Körperfunktionsstörung und so weiter. Und seelische Auskühlung sozusagen. Ja, und dann sieht man schon, es ist immer wie im Leben, bei allen Dingen, man sollte anfangen, Bewusstsein zu entwickeln, was nährt mich, was pflegt mich, was tut mir gut. Nun, dann bedanke ich mich mal fürs Zuhören. Abonniert gerne meinen Kanal, wenn ihr mehr Videos schauen wollt und immer auf dem neuesten Stand bleiben wollt. Oder es gibt auch Hefte über das Leben, über Yoga, über Gesundheit, über Nahrungsmittel. Das nennt man Padmasana, mein Yoga-Magazin. Gibt es auch Sonderhefte über Organe der Verdauung, Leber, Gallenblase, Magen. Ja, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr auch immer schreiben oder Kommentare drunter setzen. Und dann freue ich mich. Bis bald. Tschüss.